Guten Morgen! Heute möchte ich mit euch über das Thema Auswandern reden. Und zwar möchte ich nicht wie gewohnt einen Monolog halten, sondern euch einfach mal eine Alternative geben. In einem kleinen Interview mit zwei Freunden habe ich die Thematik bearbeitet, die eben dieses Jahr nach Deutschland den Rücken kehren und nach Paraguay auswandern und ihr so vielleicht von einer ganz anderen Seite mal täglich inspiriert werden könnt. Also heute und auf geht's! So, hallo, wir sitzen jetzt hier in Pirna, glaube ich, ne? Ja. Genau, und ich bin hier zu Gast bei Verena und Sebastian. Und Verena und Sebastian waren jetzt ein halbes Jahr in Paraguay und haben jetzt beschlossen, komplett nach Paraguay zu ziehen, auszuwandern. Ist das schon Auswandern? Zählt das Auswandern? Wir brechen unsere Segel hier ab, ja. Ja. Komplett. Und wie man das bezeichnen will, ist uns egal, wir wollen dann dort leben. Und ihr seid dann paraguayanische Staatsbürger sozusagen? Nein, nein, wir nein. sind weiterhin Deutsche, weil die paraguayanische Staatsbürgerschaft kannst du, ich glaube, erst beantragen, wenn du die Daueraufenthaltsgenehmigung für 10 Jahre hast. Okay. Und dann musst du einen Spanisch-Test absolvieren. Das sollte ja nach 10 Jahren kein Problem sein. Ja. Aber wir werden die gar nicht beantragen wollen, weil die deutsche Staatsangehörigkeit ist international gesehen höher anerkannt. Ja. Weil ich kann zum Beispiel, wenn ich das wollte, durch den Reisepass in ziemlich viele Länder der Welt reisen. Ja, das ist natürlich auch. Und jetzt ist die Frage, warum Deutschland den Rücken kehren? Das ist die Frage, die mich auf jeden Fall interessiert. Warum Deutschland den Rücken kehren und nach Paraguay? Du meinst, weil das hier so idyllisch ist bei uns? Und nein, nein, weil generell, es ist, ist die Frage, weil warum zieht ihr aus Deutschland weg? Weil Deutschland hat doch schon, sag ich mal, ein relativ gesichertes Sozialsystem und man kann doch auf relativ hohen Standard leben und ist auch, ja, also... Ja, wir haben für uns festgestellt, oder ich für mich, bevor wir uns beide kennengelernt haben, dass ich das Sozialsystem nicht unbedingt brauche. Ich habe schon 2010 meine Arbeit damals gekündigt als Kfz-Meister und mein Chef, der konnte es gar nicht glauben, wieso ich das mache, und habe gesagt, nein, ich möchte es nicht mehr. Ich möchte nicht mehr unter Zwang eine Arbeit ausführen, die mir nie zu 100% Spaß macht. Perfekt, ja. Das können viele Menschen nicht. Ich habe den komfortablen Luxus, dass ich bei meinen Eltern im Haus mitwohne. Die haben ein großes Grundstück und dann kann ich für relativ wenig Geld leben im Monat. Allerdings habe ich mir dann so gedacht, mein ganzes Leben lang wird das nicht funktionieren, weil ich möchte idealerweise mal irgendwann ganz auf Geld verzichten können. Das ist vielleicht eine Utopie, aber es wird vielleicht... Früher gab es auch kein Geld. Also genau, irgendwann wird es eventuell wieder möglich sein. Und dann, wenn ich jetzt das Haus irgendwann übernehmen müsste oder das Grundstück, das ist für mich eine Belastung, weil da ist immer was dran zu reparieren und dann hast du da gewisse Abgaben, die du bezahlen musst, und dann, wenn du da was umbauen willst, dann musst du mal zum Bauamt gehen und sagen, ich möchte jetzt hier die Garage größer bauen oder das und so machen. Ja, ja. Dann ist halt eine ziemlich große Einschränkung für mich. Und ja, das ist jetzt die eine Sache. Und dann kommt noch dazu, dass es halt in Deutschland speziell viele Gesetze gibt, die mir nicht so wirklich gefallen. Und wenn ich hier lebe, muss ich mich dem halt fügen. Ja. Ich kann zwar auch dagegen vorgehen, aber werde dann wahrscheinlich irgendwann Ärger bekommen. Genau. Und ja, und du lebst in einer Gesellschaft und hast damit dann auch die Regeln der Gesellschaft zu befolgen, wenn du in der Gesellschaft leben willst. Genau. Das heißt, die Annehmlichkeiten, die durchaus ein bisschen natürlich provokant formuliert wurden, weil wir ja alle wissen, dass es in Deutschland nicht nur gute Seiten gibt, sondern auch schlechte Seiten, die erkauft man sich dann eben mit weniger Freiheit. Mit weniger Freiheit. Ich glaube, daraus können wir sprechen. Das heißt, dass ihr weggeht, ist auf jeden Fall der Drang und der Wunsch nach Freiheit. Genau. Nach Freiheit. Freie Entfaltung. Auch der Persönlichkeit, oder habt ihr spezielle Wünsche, die ihr nicht machen könnt? Also jetzt unabhängig von der Persönlichkeit, sondern gewisse Sachen zu bauen, zu kreieren, oder was ist, oder um was geht es euch? Wir möchten unser Haus oder unser Unterschlupf sehr natürlich bauen. Dass es natürlich nicht ganz ohne Hilfsmittel gehen wird, das ist uns bewusst. Aber das ist halt in Deutschland schwer möglich, weil ich muss ja gewisse statische Anforderungen erfüllen. Ich muss, das stimmt, ein Statiker muss kommen, genau. Und selbst wenn ich bauen will, ich muss erstmal ein Grundstück haben, was das Baugrundstück zugelassen ist. Weil mein Vater hat zum Beispiel auch ein Wiesengrundstück mit Wald. Das wäre auch schön, aber kann ich jetzt einfach ein Haus hinbauen. Dann kommt irgendwann jemand und zeigt mich an und sagt, hier, du hast hier ein Haus und gebaut. Und in Paraguay kannst du einfach bauen, oder was? In Paraguay ist das, außer, ich sag mal, in der Hauptstadt muss man schon gewisse Regeln befolgen, zum Beispiel Abstand zum Nachbargrundstück oder sowas vom Haus. Das musst du einhalten. Aber ansonsten bist du vogelfrei. Du kannst quasi machen, was du willst. Du kannst einfach einen Flachbau hinmachen. Du kannst einen Flachbau, du kannst ein Hochhaus hinbauen, wenn du das willst. Okay, wenn das jetzt nicht gerade in den Flugraum reingeht. Ja, ja. Das wird auch kaum jemand bauen, weil die Häuser sind meistens in Paraguay gibt es wenig Hochhäuser, die sind meistens ziemlich flach. Ja. Dafür etwas größer. Und du kannst dort halt die Baumittel, die du nimmst, oder das Baumaterial ist vollkommen egal, wenn es halt einstürzt, ist halt dein Problem. Das ist keine Pflicht, du brauchst keine Krankenversicherung. Du hast keine Krankenversicherung? Nein, die ist nicht Pflicht. Keine Pflicht. Und macht ihr Krankenversicherung? Wir wollen keine machen, weil das ist immer eine gewisse Belastung vom Alter. Frei leben oder sterben? Genau. Oder unsterben sozusagen. Was heißt oder sterben? Unsterben. Es gibt ja die Möglichkeit, zum Arzt zu gehen und den zu bezahlen. Richtig. In Paraguay läuft viel über Bargeschäfte. Also du brauchst nicht unbedingt ein Bankkonto. Aber du willst ja kein Geld mehr haben. Ja. Ja, es gibt eine Übergangszeit. Okay. Ich habe jetzt Erspartes. Und wenn du nach der Übergangszeit krank wirst? Dann müssen wir sehen, was wir machen. Wir sterben. Nein, nein. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, da kann auch Verena was vielleicht dazu sagen, nicht, dass ich nur rede, mit diversen Kräutern.
Gerade in Paraguay. Ja, ja, Naturheilkunde, ja, klar. Aber es gibt ja vielleicht dann irgendwann Bein ab oder so, dass dann eine Sache, wo du einen Chirurgen brauchst, wo du dein Geld bräuchtest. Also willst du da immer was in der Rückhand haben, um dann eventuell. Ja, das ist schon. Das ist halt immer so ein Kompromiss. Wir wollen noch Kinder haben. Ja. Und bei uns stehen Kinder an in nächster Zeit. Ja. Dann, das ist auch ein Punkt, wieso wir mit auswandern wollen. Da muss, kann Marina was dazu sagen. Ja, halt Kinder ist halt in Deutschland, da musst du auch gewisse Pflichten erfüllen. Mhm. Das ist ja spätestens mit Schule geht, glaube ich, los. Ich glaube, Kindergarten ist, glaube ich, noch frei. Aber Schulpflicht ist dann. Und jetzt in Deutschland wird ja auch kommt es in Gespräch wegen Impfpflicht. Ja. Zumindest ist es ja auch sehr kritisch, wenn du dein Kind in den Kindergarten oder in die Schule bringst. Und es hat gewisse Impfungen nicht. Dann kommen halt die Erzieher, die kommen auf dich drauf zu und sagen, wir genehmigen das nicht. Wir möchten hier, dass alle Kinder geimpft sind. Man ist halt immer im Druck, Druck und im Zugzwang gegen die Gesellschaft, was wenn man wieder da Freiheit. Ja, wenn man das halt nicht möchte, muss man sich dagegen auflehnen. Mhm. Und es gibt halt auch Menschen, die beschäftigen sich mit Freiländern und so, die bilden auch Gruppen. Aber ich möchte dann keine Angst leben, dass irgendjemand zu mir kommt und sagt, ihr Kind geht nicht zur Schule, Jugendamt. Oder auch einfach Menschen, die einen vielleicht nicht so mögen, die dann extra dann suchen und dann. Na, ich möchte mich nicht verstecken müssen mit meinen Kindern. Ich verstehe das hundertprozentig. Was ich mich frage, wenn ich mit irgendeiner Situation unzufrieden bin zum Beispiel, dann habe ich in mir irgendwie den Wunsch, da was zu ändern und da was anzupacken und nicht dann irgendwo vielleicht wegzugehen und das sozusagen dem aus dem Weg zu gehen. Oder habt ihr nicht den Glauben daran, dass man was ändern kann? Weil ich das, was wir hier reden, die Freiheit oder auch das mit der Impfpflicht, dass das nicht gewollt ist oder dass auch vielleicht Kinder von sagen wir mal, Erwachsenen großgezogen von ihren Eltern, die auch die Fähigkeiten dazu haben. Das muss man auch dazu sagen. Ja. Schulpflicht hat ja auch einen Sinn gehabt. Man muss auch noch sagen, Deutschland ist der einzige Ort in Europa, der keine Homeschooling erlaubt. Ja. Es ist in Europa wirklich so. Okay, und da ist es da eigentlich, da wollte ich gerade sagen. Du würdest da ansetzen, dass man da vielleicht was machen sollte. Ja, und vor allem, wenn schon überall in Europa, dann ist vielleicht auch in Deutschland bald möglich. Und da glaubt ihr nicht dran oder wollt da nicht versuchen zu ändern, weil ihr habt ja auch einen eigenen YouTube-Kanal, das kann man sagen, gemeinsam vegan. Mhm. Wobei der jetzt, glaube ich, sich umändern sollte. Das wird in nächster Zeit jetzt geändert. Der Name, weil wir nicht mehr uns auf vegan beschränken möchten. Wie wir schon sagten, wir möchten halt vieles selber. Mal Fleisch essen und so. Nein, wir möchten halt vieles selber machen, wie mit Energie und so. Ja. Wir dachten, das interessiert vielleicht auch die Zuschauer. Selbstversorgungsmäßig. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Das ist vegan gibt es schon tausend. Vegan schreckt vielleicht dann ein bisschen ab, wenn da immer das Wort vegan drin steht. Du kennst das ja schon mit Namensänderung und. Ja. Und nochmal zurückgekommen. Also, ihr glaubt nicht dran, dass ihr was tun könnt mit YouTube, mit eurer Persönlichkeit und glaubt nicht daran, dass die ganze Gesellschaft, die ja eigentlich wirklich schon immer weiter, gerade im Internetzeitalter, sind ja die Entwicklungen exponentiell, auch was das angeht, Freiheit und so weiter. Glaubt ihr nicht daran? Kann ich auch, dann machen wir zuerst. Wir können ja unterschiedliche Meinungen haben. Ich glaube schon dran. Bloß, wir sind ja positiv eingestellte Menschen. Und bloß ich bin der Meinung, wenn ich jetzt mich so im Bekanntenkreis oder Familienkreis umhöre, mit denen solche Themen anspreche, dann, du wohnst ja hier in Pirna. Dann stoße ich viel auf Ablehnung. Du bist eher ländliche Gegend jetzt. Ja, dann, aber in der Stadt, da ist das schon alles schon ein bisschen, denke ich, ein bisschen weiter. Aber ich kann ja auch die Welt ändern in einem anderen Ort, von einem anderen Ort aus. Also musst du dich noch um Deutschland kümmern würdest, wenn du in Paraguay bist. Ich kann mich doch auch um Paraguay kümmern. Das ist doch egal, um was ich mich kümmere. Oder Internet ist ja auch, wir bleiben ja trotzdem ein deutscher Kanal. Genau. Also ist Und mein Herz schlägt jetzt mehr für Paraguay aktuell als für Deutschland. Mhm. Und, also wenn Paraguay in Deutschland spielen würde, im Fußball, würdest du auf Paraguay halten? Ich habe für Fußball nichts für übrig, also überhaupt nichts. Okay. Und ich finde sowieso alles, was mit Teilen zu tun hat, also verschiedene Länder und verschiedene Religionen und verschiedene Fußballvereine und verschiedene Essensrichtungen, was weiß ich, das ist alles Blödsinn. Halleluja! Da habe ich ein Video dazu gemacht. Ja, genau, das ist jeden Grenzen. Ich schaff die deutsche Kultur ab. Das heißt, teile und herrsche. Weil wenn man die Leute teilt in verschiedene Lager, kann man sie besser ausspielen. Genau. Und ich bin ein Mensch und möchte auf der Welt leben, möchte ziemlich frei leben. In Paraguay gibt es auch Gesetze. Ja. Aber die sind eher für uns anpassbar, sage ich mal. Okay, das verstehe ich dann. Das muss ich sagen. Die Welt als großen Ball sieht und egal wo man ist, wo man sich eben am besten frei entfalten hat. Und ihr könnt ja trotzdem mit YouTube, was ja wahrscheinlich der größte Einfluss ist, wo die Leute euch beobachten, könnt ihr da sozusagen da Einfluss nehmen. Nicht nur. Wir können zum Beispiel dort in Paraguay vor Ort, die Menschen, die Industrialisierung kommt relativ schnell. Was bei uns jetzt 100 Jahre gedauert hat, kommt es innerhalb von 5 bis 10 Jahren. Die haben alle jetzt ein Auto, wollen den Fernseher und das ganze Zeug. Ja. Und die machen viel Müll. Und zum Beispiel da kann man schon ansetzen, indem man denen zeigt, dass man den Müll jetzt vielleicht ein bisschen trennt und vielleicht versucht, nicht so viel Müll zu produzieren zum Teil. Oder die tun auch relativ viel Bäume abholzen. Paraguay hat, ich habe die Zahl jetzt nicht mehr im Kopf, 95% von seinem Regenwaldbestand abgeholzt schon. 95%? Aber wir dürfen auch nicht mit dem Zeigefinger drauf zeigen, weil in Deutschland gab es auch mal viel mehr Wald. Ja. Und das ist jetzt alles irgendwelche Monokulturfelder. Mhm. Aber ja, du wolltest gleich noch sagen, was du davon hältst wegen der Frage, was Christian gesagt hat. Christian hatte gesagt, warum wir gehen wollen, warum wir das ändern wollen. Genau. Ja, du hast das ja im Prinzip schon gesagt. Ich bin auch der Meinung, dass man halt nicht unbedingt vor Ort sein muss, um was zu ändern.
Und ich muss auch sagen, ich habe ein bisschen Angst, was auf uns drauf zukommt. Ich weiß nicht, was in der Zukunft so passiert. Mich hat das auch jetzt ein bisschen erschrocken mit der Cebit, dass halt die Happy Hour, dass da FID-Chips halt umsonst vergeben wurden. Ich möchte nicht, dass es irgendwann so weit ist, dass ich mich dagegen wehren muss, weil jeder das hier haben soll. Ich habe da ein bisschen Angst vor, muss ich sagen. Also glaubst du nicht so ganz an die positive Entwicklung? Die ersten Stimmen sind da, Bargeldverbot, ist der 500-Euro-Schein wurde im Eilverfahren gecancelt. Mhm. Also sagen wir so, es ist sehr anstrengend, sich immer wieder dagegen aufzulehnen. Also ich möchte dann lieber dann doch aus der Ferne, wie Sebastian sagt, wir möchten dort auch dafür, also ich bin dafür, dass alles in Friede, Freude, Eierkuchen lebt. Also das ist wirklich mein Traum. Ich versuche das auch in irgendwie Hinsicht in die Wege zu leiten, wie Sebastian sagt, dort kann man halt viel auch mit Mülltrennung machen. Und wenn ihr dort auch Einfluss geben wollt, müsst ihr die Sprache lernen wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Und das ist jetzt, was sprechen die in Paraguay? Spanisch. Spanisch oder Guarani, das ist die einheimische Sprache von die Indianer. Okay. Und das ist, glaube ich, eines der wenigen Länder, wo die indianische Sprache, die Grundsprache noch in, genau, in der Sprache ist. Anerkannte Amtssprache, ja. Und die Einheimischen sprechen auch eher die Sprache als Spanisch. Genau. In der Einheimischen Sprache, in der Guarani-Sprache, gibt es halt nur solche technischen Begriffe, weil das halt eine Indianersprache ist. Da gibt es keine Zündkarte oder so ein Zeug. Große Zahlen nicht, die rechnen halt mit Händen. Die zählen bis 5. Ja, und dann kommt eine Hand und eins und so. Sehr interessant. Ja, das ist. Und ihr wollt beide Sprachen lernen oder erstmal Spanisch? Erstmal Spanisch, aber schon wegen den Ämtern und so. Da ist Spanisch schon. Habt ihr Espanol? Ja, sie. Ja. Und Guarani ist. Das klingt für, wenn man es nicht kennt, klingt so ein bisschen wie Japanisch. Sehr viele Laute, so die Yayu. Ist halt relativ schwierig auszusprechen, aber wir sind auf alle Fälle offen. Ja. Und wollen es lernen. Aber das ist ja auch wichtig, denn wenn ihr was ändern wollt, das ist dann. Genau. Ja. Und das heißt jetzt wirklich alles quasi abbrechen hier in Deutschland, also wirklich auch perspektivisch erstmal jetzt voll auf Paraguay. Genau. Und und ihr werdet weiter YouTube, habt ihr ja schon gesagt, in deutscher Sprache. Ja. Und vor allem der Fokus dann wahrscheinlich Selbstversorgung und wie dieses Projekt auswandern und wie das mal sehr total interessant. Genau. Und also ich glaube, da gibt es jetzt gar nicht so viel. Reiseblogs gibt es viel, vegan gibt es viel. Aber so eine eigene Selbstversorgung irgendwo in einem fremden Land aufzubauen, ich glaube, das ist eine richtig, richtig interessante Sache. Also da bin ich gespannt. Und Kanal verlinke ich dann irgendwo unten und dann Infobox. Und da bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg. Ich werde euch auf jeden Fall verfolgen und vielleicht auch besuchen. Vielen Dank. Besuchen, mal sehen. Na gut, macht's schon. Tschüss. Der war gut. Das ist Profi. Das ist professionell. Ich lasse es einfach mal so stehen und würde mich über eure Meinung zum Thema Auswandern freuen. Ist es eine Option? Sind die Beschneidungen von Freiheit in Deutschland durch die Bürokratie und die vielen Gesetze für euch auch so drastisch, dass ein Auswandern in Frage käme? Ist es vielleicht sogar die logische Konsequenz eines freiheitlichen Lebensstils? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Macht's gut, euer Christian.